Mobbing bedeutet fortgesetzte, aufeinander aufbauende, feindselige Handlungen gegen eine Person am Arbeitsplatz. Normalerweise ein Verhalten, das mindestens 6 Monate laufen muss. Und diese feindlichen Handlungen, das kann höchst unterschiedlich sein. Das kann gehen von Schlägen, Beleidigungen, Kündigungen oder ganz einfache Sachen wie morgens nicht gegrüßt werden, nicht mehr mitgenommen werden zum Mittagessen, ausgegrenzt werden. Das sind sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Entscheidend ist, feindselige Handlungen über mindestens 6 Monate. Das hängt ab von Dauer und dem Vorsatz, der dahinter steckt. Also wie lange passiert so etwas, wenn man 3 Tage hintereinander von seinen Kollegen nicht gegrüßt wird, dann ist das nicht nett, aber noch kein Mobbing. Wenn das Ganze über 6 Monate passiert, dann kann das Mobbing sein. Wenn es zielgerichtet passiert, wenn natürlich der Umgangston im Betrieb insgesamt so ist, dass man sich nicht grüßt, dann mag das Zufall sein. Das ist schwierig. Wie will man unterscheiden, hat der Kollege jetzt einen schlechten Tag? Geht es dem schlecht? Ist er deswegen unfreundlich zu mir oder ist das Ganze zielgerichtet? Letztlich bekommt man irgendwann den Eindruck, hier stimmt etwas nicht. Ich werde ausgegrenzt, ich werde schlechter behandelt als die anderen. Und dann sollte der Betroffene versuchen, sich das aufzuschreiben, was ist wann passiert. Und irgendwann erkennt er eine Systematik und sagt, jetzt werde ich gemobbt. Ja, das ist eine große Gefahr. Viele haben vom Mobbing gehört und meinen, sie würden gemobbt, wenn sie morgens nicht gegrüßt werden. Das ist Unfug. Vor allem aber ist es geradezu bösartig gegenüber den echten Opfern, die meistens erhebliche Gesundheitsschäden davontragen, die fertig gemacht werden, wenn man selbst kleinste Unhöflichkeiten als Mobbing bezeichnet. Das muss man voneinander unterscheiden. Ich habe das in meiner Praxis häufiger erlebt. Ich versuche erst auszusortieren, ist überhaupt was dran? Handelt es sich um Mobbing oder ist das mehr eine Überempfindlichkeit des Betroffenen? Das muss man auseinanderhalten. Na, jeder kann gemobbt werden. Er muss nur ein bisschen anders sein als die anderen. Es kann sein, dass er schlechter ist, es kann sein, dass er besser ist, es kann sein, dass er besser aussieht, es kann sein, dass er schlechter aussieht, dass er ein bisschen anders redet, dass er woanders herkommt, eine andere Religion hat. Es gibt solche Untersuchungen, es gibt einen erschreckend hohen Anteil von Menschen, die gemobbt werden, die dann später unter Depressionen leiden oder sonstige massive gesundheitliche Auswirkungen haben, bis hin zum Burnout oder Suizidversuch oder teilweise tragischerweise dann auch einen vollendeten Suizid. Zunächst mal sollte man versuchen, im Betrieb das Ganze zu lösen. Das heißt also, zum Vorgesetzten gehen und sagen, das ist mir passiert, ich fühle mich hier gemobbt, bitte hilf mir. Ein normaler Vorgesetzter müsste daran interessiert sein, dass die Arbeit rund läuft, dass niemand fertig gemacht wird. Es ist seine Pflicht, dort zu helfen. Allerdings muss man eins wissen, in 90% aller Fälle geht Mobbing von Vorgesetzten aus oder wird von ihnen mehr oder weniger aktiv geduldet und unterstützt. Dann kann man sich an den Betriebsrat wenden, dort fragen, könnt ihr mir helfen, das passiert mir. In manchen Fällen, in vielen Fällen hilft der Betriebsrat, aber auch das ist nicht sicher. Dann muss man externe Hilfe suchen, beispielsweise bei Psychologen oder Anwälten. Wenn man sich an einen Anwalt wendet, sollte man vorher sicherstellen, dass der sich mit Mobbing auskennt. Nicht jeder Fachanwalt für Arbeitsrecht macht Mobbingfälle häufig, weil es ein sehr spezielles Gebiet ist und normalerweise nicht so beliebt ist, da sehr viel Arbeit reingesteckt werden muss. Das sollte man vorher klären. Er muss prüfen, ob eine Klage auf Schadensersatz, Entschädigung möglich ist oder eine Klage und eine Klage auf Unterlassung, je nachdem, was passiert ist. Eine Mobbingchronologie lasse ich mir persönlich als erstes einreichen, um zu überprüfen, was ist wann passiert und welche Beweismittel gibt es dafür. Und dann kann man überprüfen, wie man weiter vorgeht, wie die Aussichten eines weiteren Vorgehens sind. Eigentlich sind die Auswirkungen dramatisch. Deshalb verstehe ich nicht, warum dieses Thema so stiefmütterlich behandelt wird. Also einmal für die Menschen selber. Sie werden krank, häufig langzeiterkrankt, Depression, körperliche Schäden, was man gar nicht meinen sollte. Es geht bis zu Rückenschmerzen infolge von Mobbing. Damit rechnet man dann eigentlich nicht. Auch die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, ist nach Untersuchungen der Berufsgenossenschaft höher, wenn man gemobbt wird, als wenn man nicht gemobbt wird. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Insgesamt geht man von massiven Schäden aus. Allein die Kosten durch Mobbing in den Unternehmen selber liegen bei über 100 Milliarden Euro pro Jahr. So die letzten Schätzungen. Ich gehe eigentlich von höheren Zahlen aus, aber selbst 100 Milliarden pro Jahr ist eine Nummer, über die Unternehmen nachdenken sollen. Das sind echte Schäden in den Unternehmen. Denn wer
gemobbt wird, leistet weniger, er ist häufiger krank und steht damit dem Arbeitgeber nicht in dem Maße zur Verfügung, wie er es brauchte für seine wirtschaftliche Produktion. Wir müssen unterscheiden. Einmal die Schäden im Unternehmen, das heißt betriebswirtschaftlich, und zum anderen die Schäden in der Volkswirtschaft. Fangen wir mit der Betriebswirtschaft an. Jedes Unternehmen, das Mobbing zulässt, dagegen nicht konsequent vorgeht, hat einen massiven Verlust. Die Leute arbeiten nicht mehr so gut, sie sind weniger leistungsfähig, sie sind wesentlich häufiger krank. Die Leute wechseln häufig das Unternehmen, und wenn jemand die Stelle wechselt, ein neuer eingearbeitet werden muss, dann kostet das Unternehmen 15 Monatsgehälter im Durchschnitt. Das sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass man Mobbing zulässt. Dann für die Volkswirtschaft ist es ja noch verheerender. Da werden Menschen über teilweise Jahre gemobbt bis hin zum Suizidversuch, und dann muss die jemand auffangen, sei es Hartz IV, sei es Krankengeld, sei es Frühverrentung, sei es Reha-Maßnahmen, was auch immer. Das sind alles Kosten, die letztlich wir alle zahlen. Also ich habe die unterschiedlichsten Varianten erlebt. Es werden Leute gemobbt, weil sie besonders schlecht in ihrer Arbeit sind, beispielsweise durch Krankheiten oder durch Alter eingeschränkt arbeiten können. Es werden Leute gemobbt, weil sie besonders gut in ihrer Arbeit sind, weil sie nämlich für den Stelleninhaber gefährlich werden. Der könnte mir die Stelle abspenstig machen. Es werden Leute gemobbt, weil sie anders aussehen, anders sprechen, weil sie andere Vorlieben haben, weil sie irgendwie anders sind. Ja, das ist eine besonders perfide Methode. Man versucht, die bestehenden Regelungen des Arbeitsrechts zu umgehen, indem man die Leute so lange unter Druck setzt, bis sie von selber kündigen oder irgendeiner kleinen Abfindung zustimmen und das Unternehmen verlassen oder einer Vertragsänderung zustimmen. Das wird in einigen Unternehmen zielgerichtet gemacht. Nach allen Untersuchungen sind in 90% aller Mobbingfälle Vorgesetzte entweder als führende Figuren beteiligt oder als diejenigen, die es mehr oder weniger lautstark unterstützen. Ich vermute, in vielen Fällen stecken solche Überlegungen dahinter. Meinetwegen eine Vorgabe der Unternehmensleitung, baut 10% deiner Mitarbeiter ab, und dann die Anweisung an die Kollegen, jetzt meidet mal den Herrn sowieso, den wollen wir loswerden. Das habe ich aus verschiedenen Berichten mitbekommen. Wenn einmal entschieden wurde, jemanden aus dem Unternehmen zu entfernen, steht derjenige komplett allein. Niemand spricht mehr mit ihm, niemand gibt ihm Informationen, niemand geht mehr mit ihm zum Essen. Selbst private Kontakte werden abgebrochen, um den eigenen Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Das ist erschreckend. Ich habe den Eindruck, dass wir hier in den letzten 20 Jahren ein sehr hohes Niveau haben, dass das Thema immer mal wieder angesprochen wird, aber letztlich nicht gelöst wird. Es ist sicherlich in einer Zeit der wirtschaftlichen Krise schärfer geworden als Mittel, um Mitarbeiter loszuwerden. Umgekehrt aber auch aus Sicht der Arbeitnehmer. Wenn ich am Arbeitsplatz schlecht behandelt werde und habe eine berufliche Alternative, dann gehe ich einfach. Dann bin ich raus aus der Situation. Und dadurch kocht das Ganze nicht so hoch und hat nicht diese verheerenden Folgen. Wenn Sie aber, sagen wir mal, über 50 sind, der Arbeitsmarkt ist leergefegt, Sie müssen ein Haus abzahlen und eine Familie ernähren, dann haben Sie keine großen Alternativen, da müssen Sie durchhalten. Jedenfalls empfinden das viele so, bleiben also wesentlich länger, als Sie früher geblieben wären, und werden dadurch massiv krank. Das heißt, es gibt dann letztlich mehr Fälle.